Hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr es seht. Unser heutiges Thema ist öffentliche Sicherheit. Unsere Braunschweiger Behörden nennen sich ja Bürgerservice öffentliche Sicherheit. Ja gut, eigentlich nennen sie sich im Prinzip schon erste NS-Reichsbehörden. Dürfen sie auch jetzt offiziell, weil sie ja die Unterlassungserklärung, sage ich mal, nicht unterschrieben haben und weiter rechtsradikale Straftaten angedroht haben. Inzwischen hat sich auch ein Herr Pleitner vom Vollstreckungsbüro Langerhof 8 gemeldet und möchte sich auch an den Straftaten beteiligen. Den werde ich dann also am Montag mal die Flügel hochbinden, aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Wie gesagt, ich habe euch ja auch schon gezeigt, Umweltvernichtungsamt. Das heißt, sie arbeiten auch gegen die Bürger. Ich habe Strafanzeige bei der Gewässerverschmutzung gestellt, da ist auch nichts passiert, da machen die auch nichts. Und wie weit das mit der öffentlichen Sicherheit ist in Braunschweig mit den Behörden, habe ich so ein paar Filmaufnahmen gemacht. Und zwar hatte ich schon mal die sichere Stadt gezeigt auf den Rufeutchenplatz, wo eigentlich rechts abgebogen werden müsste, machen sie aber nicht, die fahren alle über die Fußgänger. Weg beziehungsweise über die Fußgängerzone drüber weg. Und ich habe hier ein paar Aufnahmen, wie unsere lieben Politessen blindlings dran vorbeigehen, während hier Verkehrsverstöße gemacht werden. Ne, man schreibt lieber, sage ich mal, Falschparker, die mal 5 Minuten überzogen haben, auf, um die Stadtkasse aufzubessern. Aber mit öffentlicher Sicherheit hat man es nicht so. Ihr müsst am Anfang gleich mal darauf achten, wie sie um die Ecke gehen. Ich war ein bisschen weiter weg, deswegen kann ich das nicht so. War nicht so dicht dran, deswegen konnte ich das nicht so genau zeigen. Aber wie gesagt, ihr seht es auf jeden Fall, wie sie um die Ecke verschwinden und wie ein Wagen einen Verkehrsverstoß begeht. Und das interessiert die einen Dreck. Ja, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich kann das Ganze nochmal langsam vorbei ranziehen, wie sie also um die Ecke gehen. Die müssen den Wagen gesehen haben, wie der über die Fußgängerzone gefahren ist. Und das hat sie nicht interessiert. Also das Ganze jetzt nochmal in langsam. Bitteschön. Ja, soweit nur zur öffentlichen Sicherheit. Bürgerservice in Braunschweig. Ne, die kümmern sich um allen Dreck, aber nicht um die Sicherheit. Vor allen Dingen nicht um die öffentliche Sicherheit. Ne. Lieber geht man eben, macht man Naziterror oder eben deckt Straftaten, wie es also das Umweltamt macht. Ne. Das Ganze auch von der Justiz teilweise, die sich dran beteiligen. Und wie gesagt, das sind immer mehr, die jetzt. Die sich outen als rechte Kameraden und denen alles andere am Herzen liegt als die öffentliche Sicherheit oder dieser Stadt. Ne? Schnell mal das Geld von den Bürgern abkassieren. Jetzt hat man also auch noch eine Spende an den Yachthafen von 27.000 Euro geleistet. Ne? Da ist man also ganz schnell dabei und spendet mal 27.000 Euro für den Yachthafen. Und 10.000 Euro für einen Rasenmäher, für einen Golfclub. Ja, da ist auch Geld da, aber für Schulen oder für andere Sachen fehlt das Geld. Und über, naja, öffentliche Interessen oder Bürgerinteressen, da geht man einfach hinweg. Ja, so sieht das aus hier in der Stadt Braunschweig, beziehungsweise in der ersten NS-Reichsstadt Braunschweig. Man darf sich ja jetzt so nennen, in Analogie zu 98-37 EG-Richtlinie von Aussagen von Beamten. Ne? Die sind ernst zu nehmen und dann muss man sich dran richten. Und deswegen darf man das jetzt auch ganz öffentlich sagen, dass Braunschweig die erste NS-Reichsstadt ist. Ja, soweit so gut von den Lucifer News. Ich werde weiter berichten und mal sehen, was noch alles kommt. Ich wünsche allen Zuschauern einen schönen Tag, eine schöne Woche, bleibt schön sauber, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao!